Hallo, alter Mann. Das Wasser hier in diesem Breiten ist sauber, aber ich sammle zusammen mit meinem Zickzack den Müll vom Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Ja, genau so sieht es aus. Deswegen sollten wir unsere Meere und unsere Seen schön sauber halten. Allgemein die Natur sollte man sehr viel respektieren, weil wir gewinnen ja unser Essen aus der Natur. Ein Stück weit. Ich meine, das Fleisch liegt nicht einfach im Supermarkt und ist da. Irgendwo muss das ja herkommen. Und wo kommt's her? Rein theoretisch aus der Natur. Kühe waren ja auch irgendwann mal wilde Wesen, bevor sie domestiziert wurden. Ja. Ist auch egal, weiter geht's. Tada! Siehst du? Mein Schwimmreifen ist ganz rund. Okay. Das habe ich auch so erwartet von dem Reifen. Ist auch jetzt egal, ein Elite-Knirps. Antoinette, los geht's mit Flemli. Und Kekkon. Also Kekkon, hau mal mit dem Nebelball drauf, der jetzt nicht viel nützen wird, weil Flemli einen Scanner eingesetzt hat. Ist mir auch Schnurzbier bewuscht. Es kommt ein weiterer Nebelball. Der Armstoß wird dir sowas von überhaupt nicht helfen, Flemli. Deswegen kommt der Nebelball. Wow. Und dürfte dich komplett ausnocken, weil du ein Kampf-Pokémon bist. Das jetzt schon. Eigentlich solltest du es erst in deiner letzten Entwicklungsstufe sein. Ist auch egal. Kekkon kriegt ein Level ab und deswegen darf dann noch Trey. Ja, Trey ist noch Level 14, also darf jetzt noch Trey auf die Tube drücken. Gegen ein Kabuto. Ich bin ja mal gespannt, was das für ein Typ hat. Wir werden es gleich sehen, indem wir einfach ein... Stimmt ja, Kabuto hatte Sandsturm. Und war ein Boden-Pokémon. Jetzt erinnere ich mich wieder. Aber es hat bestimmt auch noch einen zweiten... noch einen zweiten Typ, den wir noch rausfinden möchten. Und jetzt gib mir ein gescheites Metronom, bitte. Zornklinge. Ja, sehr interessant. Hat aber leider nicht gereicht. Jetzt wäre ich natürlich dafür, dass wir eine nutzlose Attacke von Trey benutzen, da sich ja dieses Viech eingegraben hat. Wie zum Beispiel Schlecker. Ich weiß, Schlecker kann paralysieren, aber muss es sein? Ich meine, es ist eher unwahrscheinlich, dass es paralysiert. Deswegen werde ich einfach weiterhin Metronom benutzen und hoffen, dass gute Attacken bei rumkommen. Stahlattacke gegen Boden-Pokémon. Sieht schon mal besser aus. Lehmschellen. Ah, Lehmschellen sind was sehr Unangenehmes. Allein schon, weil sie die Genauigkeit senken. Und da der Sandsturm ja auch noch da ist, wird es noch ein bisschen komplizierter. Bah. Igittigit. Und ein weiteres Metronom von Trey. Bin ja mal gespannt. Metallsound. Unnötig. Wobei Spezialverteidigung senken gar nicht mal so eine dumme Idee ist. Aber deine Metronome könnten schon etwas besser ausfallen, lieber Trey. Weil Mama braucht ein neues Paar Stiefel. Naja, eigentlich nicht. Mama braucht einfach nur ein paar bessere Attacken. Und gut trainierte Pokémon. Gut, dann halt nicht. Aquados. Would you kindly? Stattdessen werden wir jetzt einfach mit Aquados hier einmal draufhauen. Und dann wird sich das von alleine regeln. Also Aquaknarre, hau drauf. Und dann war es das auch schon. Und da mir das jetzt ein bisschen zu lange dauert, werde ich jetzt einfach so ein bisschen den Turbo-Button spammen. Wer stört? Oh, hallo Fady, hier ist Felicia aus Metaros City. Camillo hat mir erzählt, dass du die Träne in atemberaubender Geschwindigkeit aussuchst und besiegst. Boah.
Ich denke aber nicht, dass ich gegen dich verlieren werde. Ich werde meine Arena wieder aufbauen, dann stehen meine Herausforderungen nichts mehr im Weg. Okay, dann werden wir vielleicht später nochmal gegeneinander kämpfen. Du bist doch bestimmt genauso ungeduldig wie ich, nicht wahr? Aber da warten wir besser ab, bis wir dann... Ja. Felicia wurde eingetragen. Da warten wir dann aber ab, bis wir dann Fliegen haben, wenn wir gegen sie kämpfen können. Weil das dann doch ein bisschen länger dauert. Yo, Trainer, seid ihr in Eile? Müsst wieder fort? Erfrischt euch doch bei an Papas Ort. Gut, dann wollen wir mal gucken, was sein Vater so zu bieten hat. Eine Ass-Trainerin und einen kleinen Elite-Knirps. Vorher möchte ich aber erstmal Trey wieder aufpäppeln, weil der sieht dann doch etwas sehr kaputt aus. Wow, ich fliege. Und tschüss. Hui. Und schon sind wir wieder da. Das ging doch so schnell wie der Blitz. Also ich sollte echt aufhören, den Turbo-Button zu spammen, obwohl es macht solchen Spaß. Deswegen werden wir jetzt den kleinen Elite-Knirps erstmal zur Strecke bringen. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind. Aber heul bloß nicht los. Wieso sollte ich? Wieso sollte ich? Ich meine, ich weiß, dass ich besser bin als du. Ich habe 6 Pokémon und du 2. Die wahrscheinlich auch noch niedriger im Level sind als meine, wollte ich gerade sagen. Gut, Kekkon, dann hau mal auf die Tube und hau mal den Nebelball raus, damit das Raubi dann relativ schnell Tschüss sagt. Ja, genau das wollte ich sagen. Und als nächstes kommt ein Schneckmack, um das sich dann Trey kümmern wird. Ich finde es halt immer noch schade, dass Trey ein komplettes Geist-Pokémon ist. Aber gut, dann werden wir wohl durch müssen, Tutentun. Und Dürre. Dürre, ja, das ist interessant. Vielleicht kriegen wir ja sogar einen Solarstrahl. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht bei Metronomen, wenn gerade die Sonne scheint, einen Solarstrahl zu kriegen. Nassmacher. Nicht ganz das, was ich wollte. Aber gut. Oh, ein Erstauner. Wie erstaunlich. Das ist ja sehr effektiv. Solange du keinen Knirscher kannst, ist mir das aber Scheibenwischer Honig egal. Ein weiteres Metronom und diesmal bitte eine gescheite Attacke. Pilzspore. Ja, das ist auch in Ordnung. Da habe ich nichts gegen, weil das gegnerische Pokémon dann schläft. Mal sehen, was das nächste Metronom so mit sich bringt. Mir dauern diese Animationen zu lange. Oh, und da war der Pulverschnee und das Schneckmark ist down. Und der Elite-Knirps hat sich dann doch als Niet herausgestellt. Ich möchte gerne Trey nach vorne stellen. Denn Trey hat vorne zu stehen, wenn er schon plus Level 14 ist. Und dann hallo, Ass-Trainerin oder Schönheit. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feurige, heiße Kämpfe aber stählen Trainer und Pokémon. Okay, dann zeig mal her. Was hast du denn so drauf? Rich Boy, Tia, naja. Die Proportionen stimmen nicht ganz für den Kerl. Und ein Teddy Ursa. Oh, ein Teddy Ursa. Ich liebe Teddy Ursa. Teddy Ursa sind so süß. Teddy Ursa. Ja, ich sag das genauso wie wie das kleine Teddy Ursa im Anime. Weil ich es kann. Also Metronom, hau rein. Oh, eine Eruption, das finde ich schon mal schön. Giftschweif. Kann mir so ziemlich am allerwertesten vorbeigehen. Ich hau noch einen Furienschlag rein. Vielleicht reicht das ja. Und da kann dann der Magiemantel mir sowieso am allerwertesten vorbeigehen. Noch ein Furienschlag, bitte, Trey. Noch einen. Und, ach komm. Einmal hätte es jetzt auch noch... Platscher. Einmal hätte es jetzt auch noch zuschlagen können. Gut, Teddy Ursa ist so ziemlich unnötig, weil es kein Platscher. Mein gut, man kann es noch... Man kann es noch, vergessen lassen, aber...
Wenn Trainer Platsche haben, dann kann das nichts Gutes heißen für das Moveset des Pokémon. Also, Tia. Das war brandheiß. Ja, schön für dich. Wir kriegen auf jeden Fall eine Menge Geld. Weswegen wir jetzt auch diesen Matrosen ein bisschen ärgern. Yo, wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen lodernden Trainer als mich. Okay. Sehr interessant. Dann zeig mal, was du drauf hast mit deinem Seehimops. Das rumrollt, wie süß. Ah, süßes, kleines, putziges Seehimops, das jetzt gleich ein fettes Metronom abkriegt. Mal sehen. Eierbombe. Die daneben geht. Schade, schade. Samalmklaue hat keine Wirkung auf Trey. Gut, noch ein Metronom. Mit einer Klammer, naja, nicht gerade die ideale Attacke. Aber da Seemops anscheinend nur Normalattacken drauf hat, dürften wir eigentlich kein Problem haben. Und ein Sprungkick, und das war sehr effektiv. Also ist Seemops zum Teil ein Normaltyp. So sieht's aus. Und als nächstes kommt ein Knilz. Dann wollen wir mal weitermachen. Knilz war, glaub, weiterhin ein Pflanzentyp. Weswegen ich hoffe, dass eine Feuerattacke als Metronom kommt. Nein, es kommt ein Härtner. Du bist kein Saftcontray. Und die Frostbeule ist uns eigentlich so ziemlich egal. Pflanzheiß. Himmelhieb. Das ist gut bei Kampfattacke. Und wenn das wirklich ein Eistyp ist, ist es tot. So. Da haben wir den Salat. Also, Trey bekommt jetzt sein wohlverdientes Level ab und darf dann seine Position erstmal an jemand anderes abtreten. Denn wir wollen ja unsere Pokémon, wie gesagt, möglichst leveltechnisch auf einer Linie halten. Weswegen jetzt Aquados sein Debüt hat. Na gut, eigentlich nicht so ein Debüt. Eigentlich darf er wieder dran. So sieht's aus. Aquados ist jetzt ein R. Es ist mir egal, ob dieses Pokémon geschlechtslos ist, aber Aquados ist jetzt einfach mal ein R. Ja, Sandsturm tobt und Krakelo darf von mir dann ordentlich auf die Fresse kriegen, denn Sandsturm finde ich nun nicht so schön. Mit einer Aquaknarre wollen wir mal gucken, was das denn so... Ja, also... Nee. Das sieht nun nicht so toll aus. Krakelo scheint ein Kampftyp zu sein. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mit Kekkon ein bisschen was rausreißen können. Kekkon durfte nämlich kaum Schaden kriegen und hat ja noch seinen Nebelball, mit dem er da eigentlich ordentlich was an Schaden hat. Ihren Nebelball. Ich sehe gerade, es ist weiblich. Mir ist das die ganze Zeit nicht aufgefallen. Es ist auch egal. Nebelball, haut drauf, Kekkon. Und somit ist Krakelo down. Und tschüss. Und das war ein heißer Kampf. Ich kann die Niederlage verkraften. Das ist doch schön, wenn du das überlebst. Ich werde jetzt erstmal hier mit dem netten Herrn hier quatschen. Der wird mir doch bestimmt was geben. Du bist brandheiß, die Kämpfe glühen geradezu, ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fähigkeiten bewiesen und zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Sprudel! Ja, mit Sprudel können wir, glaub, 50 HP? Oder waren das bloß 30? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, es war sogar Limonade, die nur die 50 HP wieder hochgepeppt hat. Ach nee, 60 KP. Dann waren es nur 50 KP ab der 4. Generation. Da bin ich mir ganz sicher, weil irgendwann hat Sprudel nur 50 KP geheilt. Und das war, glaub, in der 4. Generation. Gut. Dann wollen wir hier mal im Pokécenter unsere Pokémon heilen. Und ordnen. Denn Trey hat schon wieder ein Level abbekommen vorhin, deswegen werde ich jetzt einfach Aquados da vorne hin trollen und dann wollen wir mal gucken,
denn wir sollen ja noch Captain Brick die Dinge hier geben. Bist du Captain Brick? Ich wäre gerne mit Captain Brick auf die Expedition zum Meeresboden gegangen. Aber das U-Boot ist zu klein für mich. Könnte mich ja reinquetschen, aber dann hätte der Captain keinen Platz mehr. Tja, dumm gelaufen. Wer zu dick ist, darf halt nicht ins U-Boot. Eine Reise zum Meeresboden. Ich frage mich, wie es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch einmal so tief unter Wasser reisen. Verzeihung, du suchst nach einem Schiff? Oh, das tut mir leid, aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung. Gut, dann kann mir das auch egal sein. Wo komme ich denn zum lieben Herrn Captain Brick? Der muss doch hier irgendwo sein. Soweit ich weiß, war hier der Namenbewerter. Ja, deswegen darf jetzt Garen erstmal umbenannt werden in den richtigen Garen. Denn ich will ein Demacia Garen. Das muss jetzt unbedingt sein. Also, Kosenamen bewerten. Garen wird jetzt richtig umbenannt. Weil das war ja jetzt einfach mal so. Und zwar... Garen. Ich habe ja gesagt, sobald ich den Namenbewerter finde, wird Garen umbenannt in den richtigen Garen. Damit unser Garen auch wirklich Demacia schreien darf. Oder ich. Ja genau, damit ich Demacia schreien darf, wenn ich Garen raushole.